Jo, willkommen bei dem AK4, heute am Tag der Medienkompetenz. Wir sind allerdings vor allem wegen der Nachhaltigkeitskonferenz oder des Tages der Nachhaltigkeit, heißt es, glaube ich, heute etwas weniger. Und fast der ganze AK, der ganze A017 fehlt, nein, nicht 017, A17 fehlt, also Umweltausschuss. Macht aber nichts. Kommt eigentlich Stefan noch? Weißt du, ob er da ist? Okay. Er kommt? Okay. Naja, er hat Glück, A18 ist am Ende. A02 ist am Ende. Zunächst zu Anträgen fürs nächste Plenum. Haben wir da was? Müssen wir noch was besprechen, was ins nächste Plenum kommt? Bei euch Umwelt oder bei euch Wirtschaft, kommt, habt ihr einen Antrag? Ich weiß jetzt nicht, ob Wirtschaft einen hat, Energie hat keinen. Nur der Iconal-Antrag vom letzten Plenum wird, glaube ich, verschoben. Ich glaube, in das nächste Plenum. Das auch, Stefan. Wir haben vom Bauen und Verkehr natürlich auch wieder den SPNV-Antrag, der schon das zweite Mal verschoben wurde, den gemeinsamen Antrag, der das nächste Mal dann dran ist. Ist aber auch egal, er hat seinen Zweck erfüllt, beziehungsweise eben nicht erfüllt. Also die Verkehrsministerkonferenz, für die er wichtig war, ist vorbei. Wir werden... Der Antrag war ja schon mal im Plenum, ist ein umgekehrtes Verfahren und wir werden also im Dezember sozusagen eine Debatte darüber führen, was alles nicht richtig gemacht wurde. Ne? Ansonsten werden wir vom Bauen und Verkehr fürs nächste Plenum wahrscheinlich keinen Antrag haben, obwohl wir immer noch ein paar Ideen haben. Und ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, dass eine davon zum Thema Flughäfen wäre. Dazu dann später beim Ausschuss mehr. Haben wir sonst noch was fürs Plenum? Nö. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was bei Umweltschutz, Klimaschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz los ist. Gibt es da was zu berichten? Ihr habt diese Woche, ne? Ja. Also es gab eine Anhörung K&S Salzpipeline zur Oberweser. Nee, die ist noch. Die ist übermorgen. Übermorgen, genau. Und da muss ich ja irgendwie hin, weil Simone nicht da sein wird. Ich weiß da noch nichts. Also ich weiß in etwa, worum es geht, aber ich muss Simone da vertreten. Gut, du schaffst ja das drauf. Was gibt es ansonsten bei A18? Der ist ja nun jetzt sehr gut vertreten. Was gibt es bei Wirtschaft, Mittelstand und Energie? Ganz, ganz viel natürlich. So spannend. Also das Spannendste für mich eigentlich in der letzten Zeit war wirklich, ist allerdings am Ende bei Finanzen gelandet, den Luxemburg-Steuerdeal. Da hatte ich mal dann sofort in die Tabelle geschaut mit den Unternehmen, die halt einen Deal gemacht haben mit Luxemburg zur Steuerreduzierung, einen gesonderten. Und da sind mir auf den ersten Blick halt keine NRW-Unternehmen aufgefallen, sondern halt die Versorgungswerke, halt Ärztekammer und Zahnärztekammer und die da halt einen Real Estate Fonds gegründet haben, 2008, 2009 in Luxemburg. Hab das dann an Dietmar weitergeleitet, weil das Versorgungswerk wird halt direkt vom Finanzministerium kontrolliert. Ist schon eine ganz interessante Sache drin, weil als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, öffentlich-rechtliche Körperschaft, sind die halt direkt unter Aufsicht des Finanzministeriums und sogar ja die Abgeordnetenpensionen hängen ja auch an dem Ärzteversorgungswerk, was ich nicht wusste, was sehr interessant ist. Also es ist zurzeit nicht auszuschließen, dass auch Geld, was für die Abgeordnetenrenten angelegt wurde, in Luxemburg platziert wurde. Da habe ich mal gegoogelt, was hat dieser Fonds gemacht. Der hat übrigens unter anderem,
ist aber jetzt nur eine Google-Recherche, ein Gebäude an der Kö gekauft. Da ist Ärzteversorgungskammer, gründet in Luxemburg eine Gesellschaft, um Steuer zu reduzieren. Also nach allem, was man weiß, ist das ja erstmal legal, das muss man schon sagen. Und geht dann über die Gesellschaft, kauft sie halt dann hier an der Kö Gebäude, um Geld anzulegen für Ärzte, für die Versorgung von Ärzten und Zahnärzten. Und wer weiß, vielleicht auch von Abgeordneten. Die Sachen sind sehr stark miteinander verknüpft. Das wird dann im Finanzausschuss dann geklärt. Das war so das Spannendste, wo ich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen dran gesessen habe. Gehe ich erstmal weiter jetzt. Ja, war relativ mau die letzte Sitzung. Die nächste Sitzung ist eigentlich schon in zwei Wochen. Nächste Woche, Entschuldigung. Die Einladung ist allerdings noch nicht raus für den A18. In der letzten Sitzung war halt nochmal der Antrag der CDU, die chemische Industrie muss Motor des Industriestandards Nordrhein-Westfalen bleiben. Da haben wir natürlich wieder das Problem, dass die CDU sich da Dinge aus der Enquete gepickt hat und jetzt im Prinzip einen Antrag fährt mit ein paar Sachen, die relevant sind, die man vielleicht auch aus der Enquete ziehen kann. Und dass die Enquete natürlich sagt, lasst uns doch erstmal fertig werden. Nichtsdestotrotz, so wie es dann bei der CDU halt immer ist, stehen dann in dem Antrag auch wieder ganz bestimmte Forderungen drin. Moment. Genau. Rücknahme des Gesetzes über das Verbandsklagerecht steht natürlich dann wieder drin und der Klimaschutzplan wird auch wieder angegriffen. Das ist wieder, sag ich mal, so ein Antrag, wo du sagst, naja, einerseits stehen richtige Dinge drin, andererseits verbinden sie es mit den falschen Dingen, sodass der Antrag eigentlich nur abgelehnt werden kann. Und du stellst dir halt die Frage, geht es denn jetzt eigentlich um den Antrag oder geht es tatsächlich darum, wieder den Klimaschutzplan und das Verbandsklagerecht anzugreifen, was sie ja quasi in jeder Sitzung in irgendeiner Form tun, ob es jetzt A17 oder A18 ist, also A17 der Klimaschutzplan gerne und A18 auch gerne beide. Also auch wieder nur ein Antrag, den man eigentlich ablehnen konnte. Ansonsten war da eigentlich nicht besonders viel. Ich warte jetzt noch auf die Einladung für nächste Woche. Okay, gibt es ansonsten Fragen, Ergänzungen zu Energie und Wirtschaft? Bergbausicherheit noch was? Da ist ganz mau im Moment. Da ist nämlich die letzte Sitzung abgesagt worden. Auch da ist jetzt gerade vor ein paar Minuten mal wieder ein Top reingekommen. Den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Da kann ich also auch nicht viel zu sagen. Okay. Ja, bei Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Verkehr, das ist der A02. Da ich das ja selber verwechsel, sollte ich das im Stream vielleicht sagen, falls jemand zuguckt. Haben wir diese Woche wieder Sitzung am Donnerstag und wir haben das letzte Mal eine sehr volle Sitzung gehabt. Ich glaube 19 Tagesordnungspunkte, diesmal ist sie wieder relativ voll. Wir werden natürlich den Haushalt abschließen. Wir werden zum Thema Stadtentwicklung, Städtebauförderung was von der Regierung hören. Wir werden die Fortschreibung des ÖPNV-Infrastrukturfinanzierungsplans des Landes NRW haben. Und wir selbst haben zwei Tagesordnungspunkte beantragt und dort einen Bericht der Landesregierung, und zwar zum Thema Semesterticket. Dort liegt die Vorlage, also die schriftliche Antwort der Landesregierung auch schon vor. Der VR hat einigen Universitäten oder einigen Asten der Universitäten das Semesterticket gekündigt, um einen neuen Vertrag aufzusetzen, wo deutlich höhere Beträge vorgesehen sind. Und ja, wir haben die Fragen so gestellt, dass das Verkehrsministerium auch antworten muss und nicht sagen kann, es sei nicht zuständig. Sind also draufgegangen auf die
Stellplätze, die nachgehalten werden müssen und so weiter. Haben eine Antwort bekommen, sie führt uns nicht jetzt besonders viel weiter, muss man gerade gestehen. Aber können ja noch mündlich sozusagen nachhaken in der Sitzung. Zum Thema Flughafen Köln-Bonn haben wir ebenfalls einen Antrag gestellt, wo es um den sukzessiven Ausbau von Köln-Bonn geht, des Flughafens, also Gebäudeerweiterungen, für die dann keine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wurde. Und ich glaube, da steht eine Antwort noch aus. Ich hatte jetzt noch keine. Ist da? Seit eben, seit heute. Okay, habe ich noch nicht gelesen. Wenn du möchtest, Carsten, kannst du sagen, was drin vorkommt. Okay, gut, gerade reingekommen. Das heißt, man findet beide Antworten im System auf dem Landtagsserver. Ich kann auch gleich auch den Link noch hinzuschreiben in unserem Pad. Ja, wir haben eine Anhörung zum Thema Umnutzung Landwirtschaftsgebäude, 7-Jahresfrist, morgen um 14 Uhr. Ich glaube, sie ist nicht besonders interessant. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, aus Versehen gesagt, wir haben eine Anhörung zur Landesbauordnung. Also es ist nicht die Anhörung zur Landesbauordnung, die wir auch noch irgendwann haben werden. Und wir haben, ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt, einen offenen Brief der Studenten zum Semesterticket bekommen, den dann auch zurückgeschrieben, was bisher passiert ist. Und aufgrund dessen, dass ich nochmal wegen der Flughäfen Köln-Bonn und auch Düsseldorf hier und dort nachgefragt habe, auch in der Partei, die mit Bürgerinitiativen auch dann teilweise verbunden sind, beziehungsweise guten Kontakt halten. Jetzt auch noch ein bisschen Korrespondenz zu den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn geführt. Da wird in den nächsten, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt, wird in den nächsten Monaten erstens von uns was kommen und zweitens auch was auf uns zukommen. Ja, dann Parlamentariergruppe Bahn haben wir heute den Stefan ja nicht da. Weiß ich auch nicht, ob da was sonst passiert ist. Gibt es noch Fragen zur Bauen, Wohnstadtentwicklung, Verkehr? Kai? Ja, letzte Woche war wieder bei Open Antrag relativ viel los, relativ viel Schönes auch, also Interessantes. Da kam ein Antrag zum Ladenschlussgesetz rein, den fand ich ganz witzig, allerdings so nicht realisierbar. Und ihr habt natürlich auch einen bekommen, da, und zwar Kfz-Zulassung nur mit Stellplatznachweis. Und da habe ich natürlich, glaube ich, dass man darüber diskutieren sollte, wie man tatsächlich mit diesem Problem umgeht. Ich weiß nicht, wie da euer Diskussionsstand ist. Ich kann nur sagen, dass den Antrag in der Form, dass dem natürlich nicht zu entsprechen ist. Ich halte das für schlecht, weil es eben dann wieder nicht die Privilegierten trifft, sondern tatsächlich die Pendler, kleine Arbeitnehmer, sage ich mal, die darauf angewiesen sind, ein Auto zu haben und dann trotzdem sich nicht eine Wohnung in einem entsprechenden Stadtgebiet leisten können. Ich würde aber gerne abfragen, wie da euer Diskussionsstand ist und ob wir dazu mal eine Diskussion starten, wie wir damit umzugehen haben. Weil ich habe ja auch andererseits auch schon mal eingebracht, dass es mit dem Stellplatznachweis gerade für Kleinstbetriebe ein Riesenproblem ist. Also es gibt halt Kleinstbetriebe, die daran scheitern, weil sie halt keinen Stellplatznachweis liefern können. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal im Ansatz drüber gesprochen und ich wüsste ganz gerne mal, wie da euer Stand ist. Also die Sache mit dem Stellplatznachweis, das haben wir zwar immer wieder auf dem Plan, weil wir denken, da muss was getan werden, aber andererseits haben wir es immer wieder geschoben, weil es halt schwierig tatsächlich ist, daran in die richtige Richtung was zu verbessern. Wir haben tatsächlich zwei Open, wir haben einmal keine Überwachung im ÖPNV bekommen als Open-Antrag. Da sind wir mit Frank Herrmann zusammen dran und da haben wir auch schon was zu gemacht. Das habe ich dann auch so zurückgeschrieben. Ja, aber das ist ja relativ klar, sage ich mal. Und Kfz-Zulassung nur mit Stellplatznachweis war eine andere. Und ja, ich habe schon geantwortet.
Aber gesagt, das Problem ist richtig erkannt, aber da stecken natürlich hinter dem Lösungsvorschlag stecken natürlich eine Menge Sachen drin, die Probleme bringen können. Also erstmal ist ja ein Problem erkannt worden. Autos stellen die Anwohnerstraßen voll und so weiter und so fort. Und Stellplatznachweis ist ans Gebäude gebunden und eben nicht ans Auto. Theoretisch ist das ans Auto zu binden auch wesentlich erstmal logisch. So, nun braucht man ein Auto mehr als einen Stellplatz, weil das fährt ja zwischen mindestens zwei Stellplätzen hin und her. Und wir kriegen ja schon mal bei der Umsetzung natürlich Probleme. Das heißt, man kann ja nicht sich plötzlich alle Autos, die bereits Kfz-Steuer zahlen, kann man ja nicht plötzlich einen Stellplatznachweis verlangen, sonst muss das Auto verschrottet werden. Das heißt, wir haben eine Übergangsphase, die unglaublich schwierig wäre und auch die und auch sonst, wie gesagt, dadurch, dass ein Auto mehrere Stellplätze braucht und dadurch, dass es auch nicht überall möglich ist, Stellplätze außerhalb des öffentlichen Raums zu schaffen, dort, wo Autos gebraucht werden derzeit, wird es halt schwierig. Ja, wie gesagt, wir haben schon öfter mal über die Stellplatznachweise nachgedacht. Die Frage ist, was halt besonders viel Sinn macht an der Stelle. Unser Anliegen jetzt vom A02 war auch, dass mit berücksichtigt wird, dass jemand, der in einem Gebäude wohnt oder arbeitet, nicht unbedingt mit dem Auto kommen muss. Das wird zwar in manchen Orten berücksichtigt, mit einem bestimmten Faktor, aber nie ausreichend. Und vor allem, wenn es eine Stellplatzablöse gibt, wandert das Geld natürlich auch nicht in ÖPNV oder so. Wenn man sagt, ich habe aber eine ÖPNV-Haltestelle vorm Haus und muss dann sogar noch dafür zahlen, dass man deshalb keinen Stellplatz hat, wandert das Geld noch nicht mal dann in den ÖPNV, der vorm Haus fährt. Also das macht, so wie es derzeit läuft, wenig Sinn. Jetzt nehmen wir mal den Stefan ran. Das ist in der Tat ein sehr spannender Ansatz, den Stellplatznachweis an das Auto, nicht an das Gebäude zu binden. Dieser Ansatz steht zumindest potenziell im Widerspruch zu einer anderen Initiative, die wir diskutieren, nämlich auf den Stellplatznachweis zu verzichten. Der Verzicht auf den Stellplatznachweis bei Neubauvorhaben trägt dazu bei, die Prioritäten neu zu setzen, weg von der Selbstverständlichkeit des automobilen Verkehrs hin zur Selbstverständlichkeit des öffentlichen Verkehrs. Und es verbilligt gerade in angespannten Wohnungsmärkten, wo Stellplätze häufig in Tiefgaragen errichtet werden müssen, massiv die Wohnbaukosten, die Gestehungskosten von Wohnungen. Da haben wir einen Zielkonflikt, den müssen wir diskutieren. Wenn wir auf der einen Seite Kfz an Stellplatznachweise binden, auf der anderen Seite den Stellplatznachweis bei Neubauvorhaben unter bestimmten Bedingungen zur Disposition stellen, dann muss das irgendwie zusammengebracht werden. Im Übrigen würde ich, und das glaube ich entspricht auch ein Stück weit unserer Debatte, Oliver hat es gerade angedeutet, indem er den ÖPNV mit eingebracht hat, die Frage nach dem Stellplatz nie isoliert formulieren, so alt, als ob wir es nur mit Autos zu tun hätten, sondern ich würde gerade in belasteten, verkehrsbelasteten Gebieten immer die Frage erweitern nach der Erreichbarkeit über andere als Auto, über andere Verkehrsmittel als Autos. Das könnte man zum Beispiel erreichen, indem man den Drittnutzen, den Nutznießer-Effekt von ÖPNV mit kalkuliert und zum Beispiel eine ÖPNV-Abgabe einrichtet, die dann allerdings natürlich kompensatorisch auch Autos umfassen muss, wo aber auch in der Selbstverständlichkeit der Behandlung der ÖPNV als das Normale und das Auto als das zu Erklärende begriffen wird. Ich glaube, so macht es mehr Sinn, als Autos einfach nur an Stellplatznachweis zu binden. Gleichwohl, es gibt Länder, in denen das genauso funktioniert, also in Tokio, in den meisten großen Städten Japans
darf ein Auto nur zugelassen werden, wenn es einen Stellplatz dafür gibt. Und zwar auf nicht öffentlichem Boden. Das heißt, es gibt internationale Beispiele für die Üblichkeit dieses Verfahrens. Ich glaube aber, dass das nicht wirklich zu einer Verkehrswende beiträgt, weil es verteuert nur den Unterhalt von Pkw ohne eine Alternative anzubieten. Und es hat, wie Kai richtig feststellt, auch noch eine soziale Schieflage. Es hat auch noch dazu eine raumwirksame Ebene, die wir zwar noch nicht diskutiert haben, von der ich erstmal sage, dass sie negativ ist, nämlich sie bedient nicht verdichtetes Wohnen, weil im nicht verdichteten Wohnen natürlich Stellplatznachweise leicht möglich sind und dort gibt es sowieso die Priorisierung des MIV. Da muss man auch, glaube ich, ein paar Ebenen mehr in die Debatte einführen, aber ansonsten finde ich diesen Antrag attraktiv genug, um ihn, ich sag mal so, wie ein Knochen zum, ja, für den Geschmack anzubieten. Ich glaube, daran kann man eine schöne Debatte aufziehen. Aber natürlich für sich genommen ist der Antrag nicht geeignet, zu den Zielen zu führen, die er intendiert. Ja, dann haben wir wahrscheinlich jetzt auch wieder die Debatte, die ich wollte. Dankeschön. Ja, ich fahre ja gerne Auto, ne? Muss ich ja gestehen. Und ich habe ein Herz für Autofahrer, ob die jetzt benzinbetrieben oder elektrobetrieben sein müssen oder was auch immer, ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber ich habe natürlich ein Problem damit, wenn man sagt, es muss quasi die Regel gelten, dass ein Kfz nur mit dem Stellplatznachweis funktioniert oder angemeldet werden kann. Aber ich habe so ein bisschen gehört, dass es da auch unterschiedliche Lagen gibt. Ja? Das würde für mich bedeuten, oder würde für mich die Frage bedeuten, also auch Stellplatznachweis an den Wohnraum gekoppelt, an das Geschäft gekoppelt, an das Auto gekoppelt, ob man nicht ein gemischtes Modell tatsächlich hinbekommen könnte, indem man halt sagt, naja, wir haben jetzt hier Wohnungsbau, der ist tatsächlich für die ÖPNV-Anbindung gemacht und da nimmt man das quasi raus und sagt dann, da kannst du tatsächlich dein Auto nur anmelden, wenn du einen Stellplatznachweis hast, was natürlich einen Nachteil hat, dann melde ich es halt über Papa an, der das eventuell nicht braucht. Aber ob es eventuell möglich wäre, solche Modelle zu finden, die tatsächlich nicht stringent sagen, das muss jetzt so sein, also weg von dieser starren Regelung, weil diese starre Regelung tatsächlich auch, wie wir festgestellt haben, an einigen Stellen Probleme macht. Ob es nicht einen Ansatz gibt schon irgendwo, wo man sagt, naja, wir kriegen jetzt irgendwie eine Klassifizierung von Wohn- und Geschäftsraum hin, mit dem man das auflösen kann. Ein Stück weit gibt es das ja schon. Also ein Stück weit haben wir ja bei Neubauvorhaben die Regel, ein Haushalt ist ein Auto. Und wenn ich aus einem Zweifamilienhaus ein Dreifamilienhaus mache, gerade ich juristisch in ein Mehrfamilienhaus, muss einen dritten Stellplatz nachweisen. Wenn ich das nicht kann, und das kann ich im innerstädtischen Bereich in der Regel nicht, muss ich diesen Stellplatz ablösen. Ich zahle in Essen zum Beispiel 2.000 Euro für das Nicht-Vorhalten eines Stellplatzes. So billig ist das. Das sind 2 Jahres- oder 3-Jahres-Tickets ÖPNV. Und dann darf das Auto den Rest der Zeit umsonst stehen. Oliver hat noch einen weiteren Punkt angesprochen, der wichtig ist. Es gibt keine Statistik über die Anzahl der in Deutschland existierenden Stellplätze für Pkw. Es gibt aber Schätzungen, denen zufolge pro gemeldetem Pkw in Deutschland 3,5 bis fast 6 Stellplätze vorgehalten werden. Das heißt, wir haben bei einer Gesamtzahl von, was haben wir denn momentan, knapp 30 oder 35 Millionen Pkw oder sowas, ne? Haben wir also das mindestens, also ich sage mal vervierfacht, also 120 Millionen Stellplätze. Wir haben das mal in anderem Zusammenhang ausgerechnet. Dann ist die Verteilung aber schlecht. So. Ja, natürlich. Also in Düsseldorf Innenstadt hast du natürlich nicht so viele wie Düsseldorf Gewerbegebiet, wie Düsseldorf Vorort und so weiter. Das ist ja, Stadtkrone und Peripherie und so weiter. Aber ich glaube, wir sind uns darüber im Klaren, dass Neubauvorhaben im verdichteten Kernstadtbereich immer an das Problem
hohe zusätzliche Kosten für den Nachweis, für das Errichten von Stellplätzen gebunden, mit diesem Problem konfrontiert ist. Wenn wir Wohnen günstiger machen wollen, um zumindest die Kostmiete reduzieren zu können, dann muss der Stellplatz mit in die politische Behandlung gebracht werden. Da muss die Frage gestellt werden, brauchen wir wirklich pro Haushalt einen Stellplatz im Nachweis oder sogar mehr als einen Stellplatz? Es kommt auf, die Lage des Gebäudes an, wie viele Stellplätze wirklich nachgewiesen werden müssen. Oder können wir nicht, wie das in verschiedenen Kommunen durchaus praktiziert wird, mit dem Nachweis einer guten ÖPNV-Anbindung die Anzahl der Stellplätze auf 0,8 oder 0,6 oder 0,5 verringern? Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was in dem Antrag implizit mitgeführt wird. Nämlich, das bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass ein Haushalt, der heute im innerstädtischen Bereich neu begründet wird, eben kein PKW hat. Und das ist, damit wird so etwas wie eine gesellschaftliche Normalität an den Ausgangspunkt der Argumentation gesetzt, die sich von der Normalität dieses Antrages unterscheidet. Weil in diesem Antrag wird ja nicht in Frage gestellt, dass jemand einen PKW hat. Es wird ihm nur erschwert, diesen PKW zu haben. Und das finde ich im Grunde nicht hilfreich, weil jemand, der einen PKW braucht, warum soll der den nicht haben? Ne? Man muss Alternativen anbieten, um den Stellplatz verzichtbar zu machen. Man muss es nicht drakonisch bestrafen. Okay. Das sind wir ja einer Meinung, das weißt du ja. Nixos zuerst. Ja, ums... Es geht okay. Nur, ich wollte nur kurz Stefan entschuldigen, der ist hoffnungslos eingekeilt auf der A3. Es tut mir schrecklich leid. War ich gestern auch, da war gesperrt. Aber ich dachte, es wäre wieder aufgehoben. Okay, nichts. Also die Bahn ist gestern von Berlin ganz pünktlich gekommen. Also um es kurz zu machen, du hast meines Erachtens mindestens drei relativ überzeugende Gründe genannt, die gegen diesen Antrag sprechen. Damit könnte man das auch so beantworten, auch sachlich korrekt und mit der Intention verbunden, dass wir die Idee im Prinzip durchaus für argumentierenswert halten. Hast aber dann gesagt, du hältst den Antrag für irgendwie einen guten Anlass für eine Diskussion, aber doch nicht noch, also den Antrag würdest du auch im Prinzip nicht aufnehmen, wenn ich das richtig sehe. Ich würde ihn so isoliert nicht aufnehmen. Ich würde diesen Antrag gerne anreichern mit der Frage, was ist uns eigentlich wichtig? Worum geht es uns eigentlich? Geht es uns darum, Autofahrern noch eins auszuwischen oder Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, sozusagen böse mitzuspielen, oder geht es uns darum, ein Alternativkonzept in den Vordergrund zu stellen, das den Verzicht auf ein Auto ermöglicht? Ich glaube, das Zweite ist das, was wir politisch wollen. Das Erste kann nur im Kontext des Zweiten formuliert werden. Das Erste, also ich sage mal, ist tendenziell außerhalb, also erklärungsnotwendig zu machen, in Anführungszeichen, ein Auto zu fahren oder es normal sein zu lassen, die Entspanntheit des Bahnbetriebes für sich zu nutzen und nicht so, das, dann wird es sinnvoll, also sozusagen die Prioritäten umzudrehen. Und dann kann man über diesen Antrag neu reden. Aber so isoliert, wie er gestellt wurde, würde ich es nicht tun. Ist das verstanden? Habe ich es klar? Okay. Ja. Ach so, ja, ich, mir hat das jetzt zu wenig Ergebnis eigentlich. Ich würde da gerne so ein Stück weit weiterkommen, weil wir in der Tat ja schon mal ansatzweise darüber diskutiert haben. Meine Frage wäre halt tatsächlich, ob man dem Antragsteller, nämlich weil das Interesse ja berechtigt ist, also das Interesse über Stellplatznachweise zu diskutieren ist berechtigt, ob man dem Antragsteller nicht eine Ablehnung schickt und im Prinzip sagt, naja, wenn du Lust hast, komm mal vorbei, dann diskutieren wir mal drüber. Weil ich das in der Tat für ein wichtiges Thema halte, auch den Stellplatznachweis, weil es halt unterschiedliche Aspekte gibt. Und ja, dann mal wirklich zielführend mal sich Zeit dafür nimmt, darüber mal zu diskutieren. Wir haben ja schon mal so Runden gehabt, wo wir was gemacht haben. Ich fänd das ganz gut, wenn man das Thema mal wirklich auf die Agenda heben könnte und mal bearbeiten könnte, weil wir werden da wieder drüber reden. Das ist auch eins dieser wiederkehrenden Themen, wo ich glaube, dass neue Ideen gefragt sind und dass wir da tatsächlich die Möglichkeit haben, mit ein bisschen Brainstorming auch mal zu neuen Ideen zu kommen. Mhm.
Dann würde ich doch vorschlagen, das wäre, je nachdem, wo der Antragsteller herkommt, mal so eine mögliche Veranstaltung im Wahlkreisbüro von Oliver, wo man dann tatsächlich mal auch Menschen aus der Stadt einlädt, Menschen aus den Verkehrsbetrieben, die damit zu tun haben, einlädt. Ist mir jetzt gerade nur so einen Sinn bekommen, weil ich finde, so ein Brainstorming hier, ja, kann man auch machen. Aber eigentlich vermisse ich dann so die Einbeziehung der Öffentlichkeit. Das ist nun so eine Idee am Rande zu diesem Thema. Ja, ich glaube auch, dass wir das heute, also ich zumindest komme heute nicht weiter, weil bin erstens heute nicht kreativ, habe zweitens heute auch keine weiteren Dinge mitgebracht, die uns da weiterhelfen könnten. Ich habe jetzt mal auf Open Antrag geklickt. Ich glaube, ich finde gar nicht raus, wer das ist. Sachen an. Entschuldigung, Oliver, wenn ich kurz unterbreche. Natürlich findest du das nicht raus auf Open Antrag, wer das ist. Aber du hast ja den Rückkanal, einmal die Kommentare und einmal die Antwort, die wir geben können. Und die Antwort kann halt eben auch sein, wir lehnen das Ding ab, aber wir haben das längst mal auf der Agenda gehabt und wir finden es spannend, da neue Ideen von außen zu bekommen und darüber zu diskutieren mit Leuten, die sich da offensichtlich mit beschäftigen, weil das ist jetzt nicht irgendwer, der mal eben was geschrieben hat, sondern der hat sich da ein bisschen mit beschäftigt. Und da wäre es dann auch ganz hilfreich zu sagen, hey, wenn du Lust hast und zu sagen, wer du bist und vorbeizukommen, dann lass uns Termin machen, lass uns mal drüber reden. Weil wir dann auch nicht einfach das Ding ablehnen wollen, sondern weil wir die Notwendigkeit, das zu diskutieren, absolut anerkennen und halt dann gucken wollen, wie wir da weiterkommen. Im Wesentlichen habe ich auch die Antwort geschrieben. wenn du möchtest, kann ich auch vorlesen. Also steht zwar am Ende keine Einladung, steht weitere Ausgestaltungsvorschläge nehmen wir gerne entgegen, aber ansonsten habe ich da zwei längere Absätze zugeschrieben. Hast gesehen, okay. Dass wir das als Veranstaltung machen, finde ich gut, auch im Wahlkreisbüro natürlich. Die Frage ist, wie groß, also die Frage, die wir uns jetzt nicht heute unbedingt zu Ende stellen müssen, aber generell ist, wollen wir uns einfach mal sagen, wir machen einen Abend und wer kommt, kommt. Und wir gucken mal, ob wir jemanden haben, den wir noch mit einladen können, aber als Arbeitskreissitzung sozusagen, also als nicht als Veranstaltung, sondern als kleine Sache. Inwieweit wollen wir das ausdehnen? Weil tatsächlich eigentlich es ein Thema ist, wo wir selber Input gebrauchen können und wo noch weitere Meinungen oder weitere, ich sag mal, Experten, Ansichten uns gut täten. Ja, also da das glaube ich thematisch nicht ganz in den AK4 hier passt, würde ich sagen Ackerbau und Verkehr und tatsächlich dann mit externen Leuten. Das wäre schon. Ja. Nein. Gut. Ja. Dann probieren wir das mal mit den externen Leuten. Ich würde es allerdings nicht als Veranstaltung machen, so wie wir das letzte geplant haben, mit Vorträgen und Diskussionsrunde, sondern ankündigen zumindest als wirklich Arbeitsgruppe oder sowas. Dass wir am Ende trotzdem von den externen Vortrag haben, ist dann wahrscheinlich dennoch so und auch sinnvoll. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen. Hast du das gelesen? Also, er geht vor allem auf Bollerwagen ein. Okay. So, sonst noch was dazu? Ansonsten zur ÖPNV-Enquete. Haben wir zu berichten, wir haben einen Sachverständigen, es wird Herr Professor Dr. Bernecker aus Heilbronn sein, Verkehrspolitikwissenschaftler, glaube ich, nennt man ihn.
Er ist, denke ich, eine sehr gute Wahl für die Enquete für uns als Sachverständiger. Bringt sicherlich, ähnlich wie bei der Enquete Chemische Industrie, ein hohes Maß Konstruktives in die Runde ein. Wir rechnen bei den... Was? Der Subtext trifft vielleicht anderen Sachverständigen, aber okay. Er wird demnächst auch hier im Landtag sowieso mal kurz vorbeischauen, weil er nämlich mit einer Studentengruppe hier ist. Vielleicht besteht da die Möglichkeit, vor dem 12. Dezember ihn auch kurz kennenzulernen. Ansonsten, 12. Dezember ist die konstituierende Sitzung. Und was haben wir sonst noch zu berichten? Machen Sie gerade sehr viel in der Sache Enquete-Kommission, aber was ist interessant? Ja, also es geht davon, dass wir vorbereiten, dass die Referenten am besten nachher Citavi benutzen können, bis zur Überlegung, welche Themen man mit Anhörungen und Expertengesprächen und sowas ausstatten kann. Stefan. Eine konkrete Frage. Gibt es schon erste Erfolge bei der Landtagsstellenbesetzung? Da habe ich jetzt keinen ganz aktuellen Stand, nur dass wir da viele Leute haben, die sich beworben haben und dass die Landtagsverwaltung immer noch dabei ist. Also nach der Plenarwoche war noch nichts weiter vorhanden. Also für die nicht wissen, worüber wir hier reden, es gibt neben den Referenten der Fraktionen auch ein Referat des Landtages, das die Enquete koordiniert. Dieses Referat besteht aus 3 Personen, die nominell wissenschaftliche Assistenz, Ausschussassistenz und Teamassistenz heißen. Das sind die offiziellen Begriffe. Wissenschaftliche Assistenz ist so der Gesamtkoordinator, Projektmanager, wie immer man das dann nennt. Ausschussassistenz ist so die bürokratische Begleitung, organisatorische Angelegenheiten, und Teamassistenz ist sowas wie eine Schreibhilfe im Büro. Und mindestens bei der Frage der wissenschaftlichen Assistenz hat die antragstellende Fraktion, hat der designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission intensives Beteiligungsrecht. Und deswegen habe ich die Frage gestellt. Weil es natürlich, also diese Person kann gegebenenfalls entscheidend Einfluss nehmen auf die Gestaltung der Arbeit in der Enquete-Kommission. So, gibt es sonst noch Fragen und Anmerkungen dazu? Oder noch Infos auch von chemischer Industrie? Enquete? Doch, okay. Nur mal der Transparenz halber, wer entscheidet denn darüber? Wie sieht denn das aus? Über den Posten, der gerade angesprochen wurde? Die Landtagsverwaltung. Offiziell. Ja. Und ich glaube, es ist so und so weit bekannt, dass man das auch im Stream sagen darf, natürlich, dass der Vorsitzende ein Mitspracherecht hat und vor allem auch ein Vetorecht hat. Der Vorsitzende macht das unter Einbezug des Betriebsrats? Falscher Betriebsrat. Es ist die Personal... wie heißt das? Personalkonferenz heißt es nicht. Personal... Wie heißt das beim Beamten? Personalrat. Personalrat ist zuständig. Okay. Falscher Betriebsrat. Der Mensch, über den wir hier reden, wäre ein Beschäftigter des Landtags und nicht ein Beschäftigter der Piratenfraktion. Er wird vom Landtag im Namen des Landtags bezahlt und wird befristet von außen eingestellt für die Dauer der Enquete-Kommission. Und Olivers Möglichkeit als designierter Vorsitzender darauf Einfluss zu nehmen, ist mindestens das Vetorecht, aber auch ein aktives Gestaltungsrecht. Also wenn es bei den Bewerberinnen und Bewerbern jemanden gibt, der Oliver sozusagen als idealer Kandidat erscheint, dann hat Oliver das Recht, genau das so zu sagen.
Okay, also der Personalrat wird aber ordentlich und so mit eingebunden. Ja, ich gucke gerade, haben wir noch Berichte von Veranstaltungen, die geschehen sind, außer die, die heute stattfinden? Ich hatte letzte Woche trotz fiebriger Erkältung, das sage ich nur so nebenbei, zwei wunderbare Dienstreisen. Eine nach Offenburg, wo ein Workshop zu Eco-Mobil oder E-Mobility durchgeführt wurde. Der war inhaltlich recht spannend, obwohl er natürlich wie viele Elektromobilitätsworkshops eine klare Schlagseite MIV hatte. Das wurde auch umfangreich kritisiert, nicht nur von mir, sondern auch von anwesenden Vertretern des VCD und so weiter. Ich hatte aber, ich muss das zugeben, ein kindisches Vergnügen an den Testfahrten. Ich durfte so ziemlich sämtliche am Markt käuflich zu erwerbende E-Fahrzeuge, also MIV, also Autos, probefahren, inklusive dieses i3, glaube ich, heißt er, von BMW. Und ich muss sagen, das war ein wirklich geiles Gerät. Also man latscht da ganz kurz auf das Gaspedal und ist irgendwie mit 3G in den Polstern oder im Leder, Entschuldigung. Also war schon gut. Twissy machte auch Spaß, aber aber ansonsten war es eine spannende Veranstaltung, weil Menschen aus unterschiedlichen Projektzusammenhängen genau darüber berichtet haben. Es wurde über kommunale Initiativen gesprochen. Es wurde in Baden-Württemberg, also Offenburg liegt ja in Baden-Württemberg, gibt es verschiedene Projekte, die heißen dann Schaufenster oder so ähnlich. Das ist sowas wie ein landesweites Programm, in denen vor allen Dingen kommunale Lösungen diskutiert werden und wie mit Carsharing oder Modalketten öffentliche oder eine kommunale Mobilität gewährleistet wird. Und darüber wurde intensiv berichtet. Ich finde, das ist für unsere Enquete auch extrem spannend. Fand ich, also insgesamt war der Tag jetzt nicht so dicht, also hätte man mehr draus machen können, aber es war spannend. Aber auch alle Unterlagen natürlich dabei, klar. Die zweite Veranstaltung, auf der ich war, war in Berlin. Da ging es im Wesentlichen um Mieten, Mietpreisbremsen und Wohnungspolitik in urbanen Räumen, also der andere Teil unseres Ausschusses. Und auch das war spannend, weil wir unter anderem über die Frage diskutiert haben, in welcher Weise regionalpolitisch reagiert werden kann auf den Umstand, dass bestimmte Wohnungsmarktsegmente in bestimmten Regionen im Grunde nicht mehr funktionieren, wie man das politisch will, marktgetrieben funktionieren. Und die Frage wurde dann halt gestellt, ist die Mietpreisbremse, wie sie gerade von Maas eingebracht wurde, hier hilfreich oder nicht? Es gibt ja erste Hinweise darauf, dass jetzt aktuell die Mieten massiv erhöht werden, um später, wenn die Mietpreisbremse mal zieht, nicht als Vermieter ein Renditeproblem zu bekommen. Es wurde auch über Kostentreiber wie Tiefgarage und so weiter gesprochen, aber nur am Rande. Es wurde auch über den abgesagten Streik der Makler polemisiert, also auch eine insgesamt sehr vergnügliche Veranstaltung. Aber sich halt um den Teil kümmernd, der bei uns im Ausschuss in den letzten Monaten aufgrund der Vorbereitung der Enquete-Kommission ÖPNV ins Hintertreffen geraten ist. Aber auch dazu habe ich natürlich die Dokumentation dabei. Jenseits der Veranstaltungen möchte ich noch berichten über, ich weiß nicht, ob das hier schon gegenwärtig ist, über einen Beschluss des HFA des Bundestages in der letzten Woche, nämlich die Regionalisierungsmittel im Jahr 2015 nicht zu dynamisieren. Also die Regionalisierungsmittel, aus denen der ÖPNV in den Ländern finanziert wird, mitfinanziert wird, auf dem Niveau einzufrieren, auf dem er 2014 war. Genau das entspricht ja der Verabredung, die früher getroffen wurde, bis 2014 mit 1,5% zu dynamisieren pro Jahr und danach eben die Dynamisierung neu zu verhandeln. Und das hat der Bundestag sofort mit den Stimmen von CDU und SPD dazu genutzt, entgegen der vorher getroffenen Verlautbarungen de facto eine Reduzierung der für den ÖPNV zur Verfügung gestellten Mittel zu nutzen. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht von Groschek, der ja noch vor wenigen Tagen und Wochen ganz selbstbewusst mit der Dynamisierung von der Verkehrsministerkonferenz nach Hause gekommen ist, für einen Eimer.
Ja, da werden wir dann wahrscheinlich auch wegen des Regionalisierungsmittelantrags, der im Dezember im Plenum ist, die Möglichkeit haben, da zumindest drüber zu debattieren. Ich ergänze mal, Herr Groschek war nämlich, während du in Berlin warst, gleichzeitig auf der Landesbauministerkonferenz. Und ich war am Samstag beim BDB, Bund Deutscher Baumeister in Dortmund, zusammen mit Herrn Flamm und Herrn Remmel. Wir hatten auch eine Podiumsdiskussion. Und natürlich war es nett, dass die Landesbauministerkonferenz gerade am Tag vorher tagte und sogar in dem Heute-Journal und viel wichtiger, Herr Remmel und ich haben es erwähnt, in der Heute-Show über Styropor eingepackte Häuser berichtet wurde. Dort haben einmal Herr Remmel gesprochen, Minister Remmel, über die NF und den Klimaschutzplan und das Gebäude in NRW 10%, sonst auch etwas mehr, in NRW wohl 10% des CO2-Ausstoßes sozusagen verursachen. Und hat eine längere Rede gehalten und wir waren auf dem Podium, uns dort zum Thema Grunderwerbsteuer äußern können, zum Thema NF und energetische Sanierung. Und ich muss dazu sagen, selbst Frau Schneckenburger hat sich dort gegen die NF geäußert, also gegen die derzeitige Ausgestaltung der NF, obwohl ich eigentlich dachte, die Grünen wären dafür verantwortlich. Er sagte, das sei alles Volldämmung und so, das sei ja alles gar nicht richtig. Na gut, hat erzählt, was sie hören wollten. Am Ende hatten wir noch das Thema, ich überlege gerade, was war das letzte Thema? Also wir hatten drei große Themen auf der Podiumsdiskussion. Grunderwerbsteuer, NF und. Schien wohl nicht so wichtig zu sein. Na gut, da muss der BDB noch ein bisschen arbeiten, damit ich das aus dem FF noch weiß. Hatte ich noch am Samstag nur so zur Info. Sonntag war ich beim Puzzeln in Duisburg. Und habe tolle TTIP-Flyer und Grundeinkommens-Flyer und Gespräche mitgenommen. Da gab es eine Versammlung der KAB, aber das ist nicht irgendwie AK4. Das könnte ich in AK3 erzählen. Und wir waren natürlich auch noch unterwegs in Stuttgart, um den Sachverständigen zu besuchen. Aber auch dort haben wir nicht mehr getan, als mit dem Sachverständigen zu sprechen. Insofern, das Wichtigste war, dass die Sache mit dem BDB in Dortmund. Und wie gesagt, Landesbauministerkonferenz hat getagt, mal gucken, ob das, was die alles dann laut beschlossen haben, zum Beispiel, dass man das mit dem Styropor ein Backen zurückdrängen möchte, ob das dann genauso wie bei der Landesverkehrsministerkonferenz nachher klanglos verschwindet. Ich möchte noch zwei Sachen ergänzen. Wir haben in Berlin auch über die ökologische Sanierung von Gebäuden gesprochen. Die Beheizung von Gebäuden ist für 40% des Primärenergiebedarfs dieser Gebäude verantwortlich. Es macht also durchaus Sinn, über Energiesparmaßnahmen am Gebäude zu reden. Und die Verleumdung von Styropor ist natürlich nicht unbegründet, aber gleichzeitig auch schwierig. Die Frage ist, wie geht man mit ökologischen Maßnahmen um? Geht man damit um, indem man die Marktgeneigtheit von Investitionen als argumentativen Ausgangspunkt weiter beibehält, leicht geschwächt durch die Umlegung nur noch zu 10% der Kosten, anstatt zu 11% wie bisher. Also ihr kennt den Maas'schen Entwurf zur Mietpreisbremse, wonach nicht mehr 11% der Investitionskosten auf die Nettojahresmiete umgelegt werden dürfen, sondern nur noch 10%, total toll. Also keine 11%, sondern nur noch 10%ige Rendite. Übrigens nicht bis zur Amortisierung der eingebrachten Investitionen, sondern auf Ewigkeit. Das heißt, nach 10 Jahren hat sich das bezahlt. Und danach ist es pure Rendite. Es gibt die Forderung der Mietervereine, mit denen ich letzte Woche sehr intensiv diskutiert habe, übrigens, das auf 5% zu reduzieren.
Aber es gibt andere Mieter vor Ruhr zum Beispiel, die sagen, auch 5% ist im Grunde nicht begründet. Wenn wir eine ökologische Sanierung der Gebäude wollen, muss das im Bundeshaushalt entsprechend abgebildet werden. Dann kann das nicht über den Markt geschehen, sondern dann muss das außerhalb des Marktes geschehen, indem zum Beispiel dafür Programme aufgelegt werden. Und darüber wird ja gerade diskutiert im Bund. Ich bin aber skeptisch, dass das wirklich funktioniert. Und wenn man nicht will, dass es Styropor ist und dass es zum Beispiel Mineralwolle ist oder sowas, dann muss man das entsprechend formulieren. Wenn man nicht will, dass Gebäude nicht mehr gelöscht werden können, weil sie aufgrund der verwendeten Materialien zu Sondermüll werden, dann muss man das entsprechend regeln. Es gibt alternative Werkstoffe, die muss man dann entsprechend erfassen. Das traut man sich über nicht, weil natürlich die entsprechenden Industrieverbände stark genug sind, um auch zweifelhafte Materialien alternativ anzubieten. Das zum einen. Im Übrigen wurde darüber diskutiert, ob der Paragraph 559 des BGB, der nämlich genau die 11%ige Umlage von Modernisierungen zulässt, ob der nicht insgesamt bei ökologischen Modernisierungen oder überhaupt gekippt werden kann, weil es letztlich dazu führt, dass es eine ökologische Marginalisierung gibt. Es gibt nachweislich inzwischen eine zunehmende Anzahl von Haushalten, die aufgrund ihrer unterdurchschnittlichen Einkommensverhältnisse ökologisch, also Energiearmut heißt das Prinzip, also die ökologisch unterversorgt sind, die in Gebäuden leben, die besonders schlecht gedämmt sind, die besonders hohe Energiekosten haben, die entweder nicht finanziert werden können von diesen Haushalten oder letztlich über KDU, also über Steuer und über allgemeine Umlagen finanziert werden. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Und auch da gilt es, sozialpolitische, energiepolitische und wohnungspolitische Aspekte zusammenzuführen. Es gibt hier eben keinen Zielkonflikt, sondern es muss dazu beigetragen werden, diese widerstrebenden Ziele zusammenzubringen. Das war das eine. Das andere: am Sonntag war Groschek nicht mehr auf der Landesbauministerkonferenz, sondern er war zu Hause in Oberhausen, wo sich die SPD, die Ruhr-SPD getroffen hat, mit allen bekannten Namen. Und das erinnert mich daran, dass Oberhausen ja gerade ein Problem mit der Lückenschließung im ÖPNV hat. Es gibt die Straßenbahnlinie 105, die momentan an der Stadtgrenze Essen-Oberhausen endet, durch Essen hindurch geht, aber dann eben nicht nach Oberhausen rein. Und die Verlängerung dieser Linie hin zu dem anderen Endhaltepunkt in Oberhausen, 7 Stationen, 3,5 Kilometer, würde angeblich, das wäre dann nochmal zu bezweifeln, den Kommunalhaushalt Oberhausens jährlich 400.000 Euro kosten. Diese Zahl ist für sich schon kritisch zu würdigen, aber es könnte sein, dass genau mit diesem Argument der zu hohen Kosten die Lückenschließung verhindert wird. Auf der anderen Seite hat Oberhausen gerade beschlossen, Elektrofahrzeuge komplett kostenlos zu privilegieren, indem Elektrofahrzeuge kostenlos innerstädtische Parkplätze benutzen dürfen, kostenlos Ressourcen, die von der Stadt vorgehalten werden, benutzen dürfen, kostenlose Tankstellen, also Tankstellen im öffentlichen Raum benutzen dürfen. Also nicht nur einfach sachlich privilegiert werden, sondern auch geldlich privilegiert werden. Das heißt, Oberhausen verzichtet auf Einnahmen, um Elektromobilität im MIV zu befördern, und gleichzeitig ist zumindest zu befürchten, dass der ÖPNV diskriminiert wird, weil er Kosten produziert. Das ist ein Widerspruch, den kann man politisch bestimmt gut ausschlachten, zumal Groschek in Oberhausen seinen Wahlkreis hat, ne? Der ist dort auch SPD-Vorsitzender. Frau Winni, dann ich. Zurück zum Thema Styroporfassaden. Könnte man da nicht eine kleine Anfrage machen, inwieweit unsere Feuerwehren eigentlich ausgestattet sind, um brennendes Styropor zu löschen? Ich könnte mir vorstellen, dass da spezielle Schäume oder Chemikalien verwendet werden müssen. Und man könnte dann auch fragen, wie teuer diese Billigfassaden für die Allgemeinheit werden, die dann gegebenenfalls teure Vorhaltungskosten hat. Als Anregung. Müssten wir uns überlegen, was wir damit wollen, weil, also
klar ist, dass diese Styropor, also es ist jedem klar, außer vielleicht denen, die das herstellen, dass die Styroporfassaden Blödsinn sind. Mittlerweile ist es auch den Politikern klar, glaube ich, nicht zuletzt dadurch, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Medienberichte zu dem Thema gab. Wie gesagt, es ist in der Heute-Show angelangt. Und es ist auch klar, dass durch die NF es erreicht wurde, dass also wenn man einen Fördertopf hinstellt, der sagt, du musst ganz viel, du musst Volldämmung haben, und es ist uns allerdings egal wie, oder ne, so, dann ist natürlich klar, dass das, was am billigsten ist, erstmal das, um den Fördertopf abzugreifen, erstmal am besten funktioniert. Und das ist dann halt Styropor gewesen, und das war halt eine Fehlentwicklung. Ich denke, das ist jedem klar. Wir müssten uns dann überlegen, was eine kleine Anfrage an der Stelle bringt, und zum Beispiel, ob es denn zum Beispiel den Medien hilft, noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Dazu sind 80% der Anfragen da. Kann natürlich sein. Ich denke, in der Politik in NRW ist es angekommen. Man hat als Land nicht so viele Möglichkeiten, da was zu tun direkt. Natürlich, Bundesratsinitiative geht immer. Aber man hat als Land die Möglichkeit, vor allem festzulegen, ab wann man keine energetische Sanierung machen muss. Also es gibt da so ein, ich nenne das jetzt mal Weichenparagraphen, ich weiß ja auch nicht mehr, welcher genau das ist. Es gibt die Möglichkeit für die Bundesländer festzulegen, ab wann etwas nicht mehr wirtschaftlich ist. So, weil nämlich die NF vorsieht, wenn etwas überhaupt nicht wirtschaftlich ist, dann darf man es auch sein lassen. Aber das ist so eine ganz oder gar nichts Sache. Also das kann man zwar machen im Land, so ein Gesetz oder so eine Verordnung oder was auch immer sein muss, initiieren. Letztendlich ist es aber ein Flicken, es ist eine Reparatur, die nicht das Grundproblem der NF löst. Ich denke, über die Styropor-Sache können wir jetzt noch sehr viel diskutieren. Zum Linie 105 ganz kurz, die Sache müssen wir dringend mal zumindest auch in eine kleine Anfrage überführen. Wir haben uns nämlich gedacht, das ist ja Groschicks Wahlkreis, es gibt zwar öfter mal solche Fälle in Kommunal, wo man nicht immer eine kleine Anfrage für machen muss, kann man natürlich, aber in diesem Fall ist es auch noch Groschicks Wahlkreis, da muss er was zu sagen können, müssen wir diese Woche dringend mal machen. Unsere Oberhausener hier in der Fraktion warten auch drauf. So, ja, das war meins dazu. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mehr über die Styropor sprechen müssen. Eine kleine Randnotiz nur noch zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Ich finde, wir sollten uns nicht vor den Karren derer spannen lassen, die mit dem Stichwort des Styropor die NF insgesamt torpedieren. Darauf könnte es nämlich hinauslaufen. Wir müssen die Diskussion umdrehen. Wir müssen fragen, wie wird denn eine energetische Sanierung abgebildet im Budget eines Programms? Und momentan ist es so, dass komplett unabhängig davon, ob eine energetische Ertüchtigung sinnvoll ist im Sinne der energetischen Sparsamkeit oder nicht, die schiere Summe der geschädigten Investitionen ausschlaggebend ist für die Förderung und für die Abbildung nach 559 BGB Umlagefähigkeit als Modernisierung. Ich glaube, wir müssen die Frage in den Vordergrund stellen, systemische energetische Ertüchtigung mit maximaler Einsparwirkung ohne den provozierten Effekt maximaler Modernisierungsmitnahme. Das, glaube ich, würde mehr Sinn machen, als sich hier auf eine Styropor-Bashing-Debatte einzulassen. Obwohl natürlich gegen Styropor kann man gut bashen, aber da muss man schon aufpassen, welche Alternativen man anbietet. Ne? Also wenn Frau Schneckenburger gegen Styropor ist, dann ist sie ja deswegen nicht gegen die energetische Ertüchtigung, aber sie ist halt für ökologisch korrekte Baustoffe. Dagegen kann man nichts haben, aber wenn es dazu führt, dass die Kosten noch weiter explodieren, dann ist das eine Enteignung
auf kalte energetischer Ebene und sei enteignet nicht der Eigentümer, sondern der Mieter. Ne? Ja, das mit dem Styropor-Bashing, wie gesagt, ist schon in der Holzshow gelandet. Aber die, wer sich freut, ist natürlich jetzt die Mineralwolle-Industrie, ne? Also die Unternehmen, die Mineralwolle anbieten, die schon seit langem werben mit, möchten Sie Ihr Haus schön warm haben, aber zusätzlich, dass es nicht abbrennt, dann nehmen Sie doch lieber Mineralwolle. Wo du gerade Frau Schlenkenburger ansprachst, die Strategie habe ich noch nicht ganz verstanden von ihr. Also generell sagten sowohl Herr Breuer als auch Frau Schlenkenburger, da sie ja bei einem bestimmten Verband waren, ja, nee, also dieses mit der Volldämmung und so, das ist natürlich Quatsch und ist natürlich viel besser, wenn man sukzessive die schlimmsten Flaschenhälse, sagt man woanders, die schlimmsten Probleme zuerst löst, also die Heizung zum Beispiel austauscht und dies und jenes tut, anstatt das Ding erstmal einzupacken. So diesen Tenor hatten sie, aber dann sagte Frau Schlenkenburger was mit, sie möchte gerne hin zu einer quartiersenergetischen Sanierung. Und also Herr Hausberg, Herr Ellerbrook und ich standen auf der anderen Seite und haben währenddessen versucht herauszukriegen, was sie denn damit meint. Also ich habe das so verstanden, dass sie möchte, dass in einem Quartier, insgesamt die Bilanz, die CO2-Bilanz besser wird. Ich weiß gar nicht, warum er lacht. Die CO2-Bilanz besser wird in einem Quartier. Und deshalb müsste man zum Beispiel mit einem rechnen, wenn jemand irgendwie ein ganz schlecht isoliertes Gebäude dann isoliert, dann müsste das ja auf die anderen auch in dem Quartier übergehen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas verrechnen will. Also zahle ich dann in den Topf des Quartiers und jemand, das Haus meines Nachbarn wird dann energetisch saniert und ich habe dafür bezahlt. Oder ich habe es noch nicht ganz kapiert, was sie damit meint und auch nicht, wie man das praktisch umsetzt. Ich kann zwar die Idee dahinter erkennen, die visionäre Idee, aha, ich sorge dafür, dass ein ganzes Quartier in der CO2-Bilanz besser dasteht, anstatt mich auf die einzelnen Häuser zu beschränken. Nur erstens, Quartiere sind oft ähnliche Häuser verbaut, also entweder alle oder keins sind dann betroffen. Oder habe es noch nicht ganz kapiert. Aber darauf müssen wir dann in Zukunft wahrscheinlich gefasst sein, dass da sowas kommt. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie ich glaube, dass das gemeint ist, sondern ich versuche mal die Sinnhaftigkeit eines Quartiersbezugs für mich zu formulieren. Mehrfamilienhäuser in der Reihe sind aufgrund ihres günstigen AV-Verhältnisses, also Außenfläche, Volumen, aus sich heraus energieeffizienter als freistehende Einfamilienhäuser. Um ein freistehendes Einfamilienhaus energetisch auf den gleichen Stand zu bringen wie ein Mehrfamilienhaus, bezogen auf die Energiebedarfe pro Quadratmeter Wohnfläche, muss ich es komplett einpacken. Ich habe einen deutlich höheren Aufwand. Zweitens sind Mehrfamilienhäuser in der Reihe verbunden mit städtebaulich höherer Dichte. Ich habe also eine höhere GRZ, eine höhere GFZ und ich habe eine höhere soziale Dichte. Das bedeutet, ich reduziere den Anteil versiegelter Flächen pro Einheit Wohnraum. Im Gegensatz zur offenen Bauweise im nicht verdichteten Siedlungsbau. Das ist energetisch unbedingt einzupreisen. Disch übrigens, einer der Pioniere bei den Architekten in Bezug auf energetische Sanierung, hat das bei seinen Energiekonzepten immer mitdiskutiert. Disch hat zwar diesen Heliotrop gebaut, hat aber gesagt, das kann nur als Modell für das, was technisch möglich ist, taugen oder dienen, kann nie als Modell für den Städtebau der Zukunft herhalten, hat
dann in der Fortentwicklung dieses Gedankens Öko-Quartiere entwickelt, meistens im Süden der Republik, da ist halt auch zu Hause, aber hat konsequent mitgeteilt, wir können das Gebäude nicht isoliert betrachten, wir müssen das Gebäude betrachten in seinem räumlichen Kontext, wir müssen es betrachten in seinem Mobilitätskontext und müssen es betrachten in seinem gesellschaftlichen Arbeitsteilung und so weiter Kontext. Es macht keinen Sinn, in einem Ökogebäude zu leben, ein Plus-Energiehaus zu haben, aber jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit zu fahren, das ist nicht optimal. Es entspricht zwar der gesellschaftlichen Realität, aber das kann energetisch nicht gewollt sein, dass das sozusagen unbefragt fortgetragen wird. Und deshalb ist der Quartiersbezug, und zwar der Gesamtenergiequartiersbezug, außerordentlich hilfreich. Es gibt nämlich durchaus Hinweise, dass in solchen Quartieren, in denen mehr nicht gedämmte Häuser stehen, in der Reihe als Mehrfamilienhäuser, insgesamt eine bessere Gesamtenergiebilanz vorliegt, weil die Leute ein ganz anderes Mobilitätsverhalten haben, eine ganz andere Versiegelungskonsequenz haben, als Menschen, die in klasse gedämmten, freistehenden Einfamilienhäusern mit langen Zufahrten leben und die von ihrem Energie plus ihren SUV speisen. Nichts gegen SUVs, aber ja, okay, wunderbar, super. Aber das ist der Energiebezug und der wird ja beispielhaft unter anderem in Bottrop zu entwickeln versucht. Da geht es darum, Quartiere insgesamt zu denken und das ist sinnvoll. Im Übrigen, in Bezug auf die von Oliver angesprochene Investition, es macht immer Sinn, Investitionen nicht auf das Einzeleigentum zu beziehen, sondern Investitionen auf den gesellschaftlichen Teil zu beziehen. Das Problem ist nämlich die diffuse Wirkung von Investitionen. Wenn ich ein Gebäude in einem Quartier besitze, dann habe ich 100% der Kosten für die Sanierung dieses Gebäudes und keinen zusätzlichen Nutzen außer dem, den ich bezahle. Aber alle anderen um mich herum profitieren, ohne sich beteiligt zu haben, von der Aufwertung des Quartieres durch die Aufwertung des Einzelgebäudes. Und deswegen ist es in bestimmten Quartieren, Stadtumbau-West-Programme, soziale Stadtprogramme, immer mit einem integrierten Handlungsansatz, mit einem integrierten Handlungskonzept verbunden, dass eine Investitionspflicht, eine Beteiligung an Quartiersmaßnahmen mit investiven Mitteln ausgesprochen werden kann. Und das finde ich sinnvoll. Kai. Also zunächst mal natürlich was gegen SUV, SUVs, alles, was du willst, alles raus damit. Die Dinger sind groß, stehen im Weg, die meisten können nicht Auto fahren und parken nicht und es gibt nichts, was für diese Autos spricht. Aber zu diesem Quartiersgedanken. Beim Quartiersgedanken kann ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass es dann so einen zentralen Ansatz gibt, dass man halt nicht sagt, naja, wir gucken jetzt, dass wir hier einzelne Häuser energetisch sanieren, sondern wir gucken, dass wir jetzt eine zentrale Energiequelle finden. Also, dass wir jetzt BHKW in die Siedlung stellen oder sowas. Sowas in der Art. Das ist ja auch durchaus sinnvoll und effizient. Also bei energetischen Maßnahmen geht es immer um die Energiegewinnung und die Energieverbrauchsvermeidung. Ja. Und noch was zum Styropor. Ich habe da jetzt gerade vorhin nicht zugehört. Was war jetzt? Styropor brennt, ja, Überraschung. Und jetzt? Styropor vor allem verursacht unglaublich giftige Dämpfe. Du kriegst das Gebäude nicht vernünftig brandgeschützt. Die Menschen sterben ja nicht, Menschen sterben ja nicht, weil sie verbrennen, sondern weil sie vergiften. Und Styropor trägt dazu bei. Und deswegen ist Styropor insgesamt ökologisch außerordentlich bedenklich. Von dem Energieaufwand, den ich betreiben muss, um Styropor herzustellen, mal ganz zu schweigen. Verbraucht Öl, brennt, macht giftige Dämpfe. Und wenn man es nicht komplett, also wenn man einen kleinen Fehler beim Bau macht, hat man nasse Wände. Also noch nicht mal die Sache, dass man es einpackt und innen schimmelt, das ist noch eine weitere Sache. Aber selbst die Außenwände können... Und die Haltbarkeit von Styropor ist auch, glaube ich, 30 Jahre oder so. Aber reden wir denn eine Zeit, wo man nicht unbedingt davon ausgeht, dass man dann das dringend ersetzen muss. Aber reden wir denn noch von Styropor bei der energetischen Sanierung
Oder sind es nicht längst neuere Materialien, die flammenhemmend sind und Die Schwerentflammbarkeit F90 oder W90, wie der aktuelle Thermus bezeichnet wird, wird erreicht über den Zusatz von brandhemmenden Stoffen. Also die werden nochmal mit einem extra giftigen Anstrich versehen, damit eben das Styropor nicht einfach so, weil es Lust dazu hat, losbrennen kann. Ist natürlich für einen Eimer, sobald der erste Vogel sein Loch in die Fassade fräst, was Vögel gerne machen, weil Styropor hat so einen wärmenden Effekt, machen mauernistende Vögel gerne Löcher rein. Also insgesamt sehr unerfreulich das Ganze. Gibt uns also der Kondenspunkt, der Taupunkt, also die Wärmebrückenproblematik ist Energie, also ist zumindest bauingenieurhaft zu bearbeiten, aber man braucht eine bestimmte Kompetenz dafür. Sobald da gepfuscht wird, hat man das Taupunktproblem. Und es geht nur, wenn man die Fenster entsprechend mit bearbeiten, die Fenster richtig einbaut. Weil sonst rutscht nämlich der Taupunkt ins Fenster rein. Und also, naja. Gut. Ich würde jetzt gleich an der Stelle sagen, haben wir sonst noch ein Thema, was wir heute besprechen wollen? Ich erinnere nochmal an die Inhaltstexte für die Homepage, für die einzelnen Ausschüsse. Und haben wir sonst noch was? Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle und weise darauf hin, dass wir nachher noch den AK3 haben. Aber ich glaube, das betrifft, da die anderen, die es betrifft, heute nicht da sind. Ihr habt keinen AK3. Okay. Ihr habt keinen AK3. Wir haben keinen AK3? Der fällt aus. Hat Hilmar gerade geschrieben. Ah, okay. Dann haben wir keinen AK3. Gut, dann können wir arbeiten in der Zeit. Dankeschön, auch an Jaroslav. Was Diskussionsstand, was energetische Sanierung betrifft? Das Styropor, das billigste.